Hallo, mein Name ist Mela und ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du deinen ersten Schal stricken kannst. So, meine Enkelin Sophia ist im Moment 8,5 Jahre alt und sie möchte das Stricken lernen, und das hat mich auf die Idee gebracht, mal ein Video speziell für Kinder zu machen. Diesen Schal, den du hier stricken lernst, der erste Schal, den du stricken wirst, der sollte am besten noch nicht für dich selbst sein, sondern für deine Lieblingspuppe oder dein Lieblingsschmusetier, wenn du das noch irgendwo rumstehen oder rumliegen hast. Denn es geht darum, dass du bei dem ersten Teil, das du strickst, erstmal siehst, wie das Stricken für dich selbst an sich ist. Und auch, dass das erste Teil, das du strickst, nicht allzu groß ist und es nicht allzu lange dauert, bis es fertig wird. Den Schal, den ich in diesem Video stricken werde, werde ich für den kleinen Hasi stricken. Was brauchst du, um diesen Schal stricken zu können? Zuerst mal Stricknadeln. Es gibt da spezielle Kinderstricknadeln. Die sind ein bisschen dicker und die haben hinten ja ein Herzchen oder ein Bärchen irgendwas drauf. Oder du kannst auch mit zwei Nadeln aus einem Nadelspiel stricken, wenn Mama oder Oma so eins zu Hause rumliegen haben. Nur wichtig ist, bei so einem Nadelspiel sind beide Seiten spitz, dass auf eine Seite dann so ein Stopfen gesteckt wird, damit die Maschen nicht runterfallen können. Ich habe hier so kleine Gummistopfen, aber im Notfall würde es auch ein Stückchen von einem Korken, von einer Sekt- oder Weinflasche tun. Nur damit hier etwas auf die Nadel aufgesteckt werden kann. Wie gesagt, damit die Maschen nicht runterfallen können. Später, wenn du ein bisschen geübt hast mit dem Stricken, wenn das schon ein bisschen besser klappt, kannst du auch mit Rundstricknadeln stricken. Dann können die Maschen nicht runterfallen, aber am Anfang empfehle ich dir das nicht, damit du dich einfach nicht mit diesem Seil beim Umdrehen der Arbeit verhedderst. Ja, was brauchst du dann? Wolle. Ich habe hier recht dicke Wolle. Die Wolle muss zu der Nadelstärke passen. Also wenn du dicke Nadeln hast, brauchst du auch eine dickere Wolle. Wenn die Wolle zu dünn ist, kannst du damit nur schlecht stricken. Und ja, dann habe ich noch eine Schere und eine Nadel, um später die Fäden vernähen zu können. Und bei dieser Nadel, wenn du dicke Wolle hast, ist es wichtig, dass sie so groß ist, dass die Wolle auch wirklich durch diese Nadel durchpasst. Als erstes musst du Maschen auf die Nadel bekommen. Das heißt, du musst Maschen anschlagen. Manche sagen auch Maschen aufnehmen dazu. Ich werde dir den einfachsten Maschenanschlag zeigen. Später, wenn du ein bisschen geübter bist, wirst du sehen oder kannst dann sehen, dass es auch andere Methoden gibt, die Maschen anzuschlagen. Aber ich zeige dir, wie gesagt, die einfachste erstmal. So, ganz zu Beginn musst du eine Schlaufe machen. Dazu hast du den kurzen Faden hier auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist das Wollknäuel. So, jetzt nimmst du den kurzen Faden hier und drehst ihn in sich, so dass er so übereinander liegt. Jetzt hältst du ihn ein bisschen mit der linken Hand fest, mit den Fingern, und führst den Faden von unten hier mit dem Finger
durch diese Schlaufe durch, greifst danach und kannst das Ganze jetzt mit der linken Hand ein bisschen festziehen. So, das ist die Schlaufe. Ich zeige dir das nochmal. Man kann sie auch schön wieder aufziehen. Also, der Faden, der kurze Faden liegt auf der rechten Seite. Du drehst den Faden in sich, so, hältst ihn ein bisschen mit den Fingern fest und jetzt führst du den Faden von unten durch die Schlaufe durch, greifst danach und kannst das Ganze jetzt mit der linken Hand zusammenziehen, festziehen. So, jetzt nimmst du deine erste Nadel, Stricknadel, führst sie durch diese Schlaufe durch und kannst diese Schlaufe jetzt auf der Nadel ein bisschen feste ziehen. So, das ist schon mal deine erste Masche auf der Nadel. Jetzt geht es darum, die weiteren Maschen anzuschlagen. So, dazu legst du den Faden in die linke Hand, greifst den Faden also mit der linken Hand, führst ihn um den Daumen herum, so. Und jetzt gehst du mit der Nadel hin und stichst von unten in diese Schlaufe, die hier bei deinem Daumen entstanden ist, von unten durch. Führ die Nadel am besten an deinem Daumen entlang, zieh den Daumen dann raus und du kannst die Masche festziehen. Jetzt hast du die zweite Masche auf deiner Nadel liegen. So, das Ganze nochmal. Den Faden in die linke Hand nehmen, um den Daumen herumführen. So, und jetzt mit der Nadel von unten in diese Schlaufe stechen. Die Nadel am Daumen hochführen, den Daumen rausziehen und die dritte Masche liegt auf der Nadel. Nochmal den Faden um den Daumen herum, von unten in diese Schlaufe stechen, Daumen rausziehen und die vierte Masche ist auf deiner Nadel. Und das Ganze mache ich noch einmal. Den Faden um den Daumen herum führen, mit der Nadel von unten am Daumen entlang nach oben führen, den Daumen rausziehen und die fünfte Masche liegt auf der Nadel. So, und ich werde mit diesen fünf Maschen jetzt weiter stricken, denn ich möchte ja für Hasi, für diesen kleinen Hasen, einen Schal stricken und dann sollte das Ganze nicht ganz so breit sein. So. Dann geht es jetzt mit dem Stricken los und ich zeige dir in diesem Video, wie du rechte Maschen stricken kannst. Es gibt rechte und linke Maschen und wenn du immer nur rechte Maschen strickst, dann sieht dein Schal von beiden Seiten gleich aus. So, zum Stricken jetzt. Du drehst die Nadel um, so, dass der Stopfen hier auf die linke Seite zeigt. Hier ist jetzt auch der kurze Faden. Und der lange Faden, an dem das Knäuel ist, mit dem gestrickt wird, der ist jetzt hier auf der rechten Seite, bei der Spitze der Nadel. Nun musst du den Faden greifen. Ich zeige dir mal, wie ich das mache. Ich wickel den Faden erst einmal ganz um den kleinen Finger herum, greife dann mit der ganzen Hand nach dem Faden, strecke den Zeigefinger aus. Hier wird der Faden beim Stricken dann entlang geführt. Und mit den drei Fingern, Mittelfinger, Ringfinger, kleinen Finger und dem Daumen, greife ich die Nadel. So, ich zeige es noch einmal ganz langsam. Den Faden um den kleinen Finger wickeln, mit der ganzen Hand den Faden greifen, den
Zeigefinger ausstrecken und mit diesen drei Fingern und dem Daumen die Nadel greifen. So. Jetzt schiebe ich mir die Maschen ein bisschen hier nach vorne, nicht zu weit, damit sie nicht runterfallen. Nun nehme ich die zweite Nadel zur Hand und steche mit dieser zweiten Nadel hier von unten in die erste Masche ein. Du kannst die Masche ruhig hier mit dem Daumen erstmal ein bisschen festhalten, damit sie dir nicht von der Nadel rutscht. Stech dann mit der zweiten Nadel hier unten rein, dreh die Nadel einmal um den Faden und zieh den Faden unten durch die Masche durch. Und nun kannst du die Masche von der Nadel heben. So, das war die erste gestrickte Masche. Den Faden hier musst du jetzt immer ein bisschen locker nachgeben, also nicht zu festhalten, denn mit diesem Faden muss er gestrickt werden. Also er muss immer locker in der Hand liegen, damit er weitergeführt werden kann. So, die zweite Masche, die gestrickt wird. Wieder mit der Nadel hier unten in die Masche einstechen, mit der Nadel den Faden holen und schön vorsichtig unten durch die Masche durchziehen und dann die Masche von der linken Nadel heben. So. Und wieder den Faden hier ein bisschen nachgeben. Dann hier unten einstechen, den Faden holen und durch die Masche durchziehen und von der Nadel heben. Und nochmal hier wieder ein bisschen nachgeben, den Faden, damit er ein bisschen locker ist. Hier unten einstechen, den Faden holen und durch die Masche durchziehen. Und von der Nadel runterheben, von der linken Nadel. So, und die letzte Masche auch nochmal hier unten einstechen, den Faden holen und durchziehen und von der linken Nadel heben. So, hier ziehe ich den Faden jetzt ein bisschen fest. So, das war jetzt die erste Reihe. Dann kommt jetzt die zweite Reihe. Du drehst die Nadel wieder um, sodass der Stopfen wieder auf der linken Seite ist. Die Fäden, der kurze Faden und der lange Faden, liegen jetzt auf der rechten Seite. Den kurzen Faden lässt du liegen und mit dem langen Faden wird jetzt weiter gestrickt. Den legst du dir jetzt so hin, den langen Faden, dass er nach hinten wieder zeigt. Hinten zum Knäuel. Jetzt greifst du den Faden wieder, einmal um den kleinen Finger wickeln, mit der ganzen Hand greifen, den Zeigefinger ausstrecken und mit den drei Fingern und dem Daumen die Nadel greifen. So, dann kommt jetzt die zweite Reihe. Wieder unten in die Masche einstechen, den Faden holen, nimm ruhig deinen Finger ein bisschen zur Hilfe, wenn du unsicher bist, den Faden durch die Masche durchziehen und von der Nadel heben. Und wieder hier ein bisschen locker lassen, unten einstechen, den Faden holen und durchziehen und von der Nadel heben. Und nochmal hier wieder ein bisschen locker lassen, einstechen, Faden holen, durchziehen und runterheben. Einstechen, Faden holen, durchziehen und runterheben. Und die letzte Masche. Einstechen, Faden holen, durchziehen und runterheben. So, das war jetzt schon die zweite Reihe. Wird die Nadel jetzt wieder umgedreht. Jetzt liegt der kurze Faden wieder auf der linken Seite. So, den langen Faden wieder nach hinten führen, den Faden
greifen, die Nadel nehmen und mit der zweiten Nadel wieder rechte Maschen stricken. Und immer den Faden schön locker lassen in der linken Hand, damit du ihn schön weiterführen kannst. So, das war die dritte Reihe. Dann wieder umdrehen. Jetzt liegen die Fäden wieder auf der rechten Seite. Den langen Faden, an dem das Knäuel ist, wieder nach hinten legen, greifen und stricken. So. Und so strickst du jetzt erstmal ein ganzes Stück weiter, so lange, wie du den Schal haben möchtest. Jetzt habe ich den Schal ein ganzes Stück weiter gestrickt und wenn er dann lang genug ist, werden die Maschen abgekettet. Kannst du die Maschen abketten. Wenn du möchtest, kannst du auch erstmal probieren, ob das Ganze lang genug ist. Legst es einfach mal rum. Nur ein bisschen Acht geben, dass dir die Maschen nicht von der Nadel fallen. So, das dürfte lang genug für Hasi sein. Und ja, dann kann ich jetzt die Maschen abketten. So, ich zeige dir auch wieder die einfachste Methode zum Abketten. Auch da gibt es wieder mehrere Methoden, aber zu Beginn die allereinfachste. So, du schiebst die Maschen also wieder nach vorne an die Spitze. Der Stopfen ist beim Stricken ja immer dann auf der linken Seite. Greifst den Faden wieder hinten, ja. So, nimmst die Nadel in die Hand und jetzt mit der zweiten Nadel strickst du die erste Masche, also durchstechen, den Faden holen, durch die Masche durchziehen, runterheben, jetzt hast du die erste Masche gestrickt. Jetzt hier wieder ein bisschen nachgeben, strickst du die zweite Masche, wieder einstechen, Faden holen, durchziehen und von der Nadel heben. So, und jetzt gehst du hin mit der linken Nadel, stichst hier in die Masche, in die rechte Masche, hier in die zweite Masche, das ist die erste, das ist die zweite, stichst in die zweite Masche hier ein und hebst sie über die erste Masche rüber. So, jetzt hast du hier deine erste Masche abgekettet. Jetzt strickst du wieder eine Masche. Hier auf der rechten Nadel liegt jetzt eine Masche. Du strickst jetzt wieder eine Masche, hier immer schön locker lassen. Hebst die Masche von der Nadel runter. Jetzt hast du auf der rechten Masche wieder, auf der rechten Nadel, Entschuldigung, wieder zwei Maschen liegen. Erste Masche und die zweite Masche. Und die zweite Masche hebst du wieder über die erste Masche rüber mit Hilfe der Nadel. So. Jetzt liegt hier auf der rechten Nadel wieder nur eine Masche. Du strickst die nächste Masche, hier immer schön locker lassen, den Faden
Nun sind wieder zwei Maschen auf der Nadel auf der rechten, die erste, die zweite. Und die zweite Masche wieder über die erste Masche rüberheben. So. Und jetzt strickst du noch die letzte Masche. So, runterheben. Nun liegen wieder zwei Maschen auf der Nadel, die erste und die zweite. Und die zweite Masche wieder über die erste Masche rüberheben. So. Jetzt hast du hier alle Maschen abgekettet und hast noch diese eine Masche auf der Nadel. Die ziehst du jetzt mal ein bisschen raus. Hier, so, ein bisschen länger ziehen. Jetzt schneidest du den Faden ab. So, nimmst die Schlaufe jetzt in die rechte Hand und holst den Faden hier durch. So. Und jetzt ziehst du die Schlaufe hier zu. So. Und nun hast du alle Maschen abgekettet. Zu guter Letzt, zum Schluss, musst du die Fäden noch vernähen. So, ich fädel den Faden erstmal in die Nadel ein, in die Nähnadel hier. So. Und jetzt schaue ich, dass ich den Faden möglichst so vernähe, dass man ihn kaum sieht. Also ich führe erstmal den Faden hier oben, steche erstmal in die Reihe darüber ein, so. Und jetzt schlängel ich den Faden hier an dieser Reihe entlang oder in dieser Reihe entlang. Erstmal durch die eine Masche, dann durch die zweite, so. Und wieder durch die nächste Masche. Gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Methoden, wie man die Fäden vernähen kann. Ich zeige dir hier auch wieder die einfachste. So, und zum Schluss steche ich dann hier nochmal, da oder hier, nochmal in die Masche ein und führe die Nadel durch ein paar Maschen durch. So. Und wenn dir das Ganze dann gefällt, dann kannst du den Faden abschneiden. So. Und machst das mit dem zweiten Faden hier genauso. So, der Schal für Hasi ist jetzt fertig. Ich möchte dir Tschüss sagen und ganz viel Spaß beim Nachstricken. Tschüss, mach's gut.